Es schneit ein wenig. Ah, ist das widerlich, Leute. Was man nicht alles macht. Ich laufe hier mal eben schnell rein. Ihr seht, es ist wirklich Winterstimmung hier. Wir gucken jetzt mal, ob ich meine Person antreffe. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Und schauen uns das Ganze mal eben an. Moin! Hi! Ach, du, ich habe ein Projekt für dich. Was hast du denn? Ich habe hier einen Tisch im Auto und... Moment, ich müsste ja eigentlich auf dich gucken. Ja. Ich muss dir so einen Text aussagen. Ah, nee, das ist egal. Oder wolltest du auch mal quatschen? Ich rauch doch gar nicht. Hey, Outtakes, genau. Ja. Gut, machen wir. Ja. So. Scheiße. Ja. Ich stelle mir das dann vor, wie das später aussieht. Kann ich die Tränen rausschneiden? Ja, ja. Okay, das fällt doch auf. Regner, Schneeflocken. Gut. Ich habe da ein Projekt für dich. Du, ich habe da ein Projekt für dich. Was hast du denn? Ich mache also gerne alles spontan, da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Aber wenn man irgendwas geplant hat, ich muss das jetzt sagen, so. Und zwar habe ich einen Tisch im Auto, der muss gemacht werden. Okay, dann hol rein. Lass uns mal gucken. Ja. So. Ich hol ihn mal eben. Ja, bin ich ja mal gespannt, was der Alex für mich hat. Ja, da wollte das Tor schon wieder zugehen. Das ist voller Schreck. Das kennt das Wetter. Ja, das ist das Ding. Das ist es. Okay. Und das soll jetzt wie werden? Ich stelle mir das jetzt so vor, ich hätte hier gerne zwei Schubladen. Kriegen wir das? Moment, habe ich noch da. Auszüge. Ja, super. Perfekt. Dann hätte ich hier hinten gerne so ein Fach, was man von oben aufklappen kann, wo man Sachen reinlegt. Moment, Bänder. Und der Tisch natürlich ein bisschen größer, also die Platte nicht bis hier, sondern ein Stück mehr. Habe ich auch. Das kriegen wir auch. Wir nehmen das Material, Birke Multiplex. Perfekt dafür. Super. Ja. Wie in einem Produktvideo. Ist deine Hauswand am Bröckeln? Kein Problem. Wir nehmen das Material, Birke Multiplex. Karies in den Zähnen? Da hilft Birke Multiplex. Nervige Nachbarn? Bau dir einen Knüppel aus. Birke Multiplex. Birke Multiplex, heute zum Aktionspreis. Machen wir so. Sehr schön. Da ist auch noch eine. Die nicht vergessen. So, das hätten wir bisher geschafft und der Grundkasten steht im Prinzip. Hier kommen jetzt die zwei Schubkästen rein, hier hinten ist das Fach. Das ist jetzt erstmal so grob mit Lamellos versehen und dort richten wir jetzt die CNC-Fräse ein und fräsen uns diese Schubkästen, also die Einzelteile. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich habe mir eine Liste gemacht, wo ich dann die Länge des Auszuges eintippe. Dann habe ich hier das Innenmaß, also die Schubkastenbreite im Korpus. Dann gebe ich hier die Schubkastenhöhe an, in diesem Fall jetzt 80 mm. Hab dann gleich, dass er das errechnet, die Fertigmaße vom Schubkasten. Hier die Maße für die CNC, die ich dann direkt eintippen kann in meine Vorlage. Und dann hier natürlich für den Zuschnitt, damit ich weiß, was muss ich dazugeben. Und dann ist das fertig. Tippitoppi. Ich brauche ganz dringend eine Backpfeife.
Okay, so, wir haben jetzt die Schubkastenteile gefräst mit der CNC, ziemlich professionell, aber ja, geht halt schneller. Und jetzt müssen wir die ganzen Dinger zusammenleimen. So, wir haben einmal zweimal Seite, dann haben wir einmal hinten Querstück und einmal vorne. Das Querstück habe ich hier gleich schon Bohrungen für die Blende, die nachher vorne vorkommt, dass wir die einfach nur durchbohren müssen. Ja, dann verleime ich das jetzt mal. Ein Tipp, wenn ihr verleimt, nehmt nicht zu viel Leim, denn mein Ausbildungsmeister damals, der hat mir gesagt, Dirk, Leim, der rausquillt, leimt nicht. So, und nun gibt es noch ein paar Aufnahmen, die ich komplett vergessen habe, wie zum Beispiel das Einsetzen der Lamellos im Haupttisch. Also im Prinzip alles, was ich noch an Aufnahmematerial gefunden habe. Sieht ganz gut aus bis jetzt, ne? Würde sagen, dass man gut hingekriegt. Ja. Grundgerüst steht, verleimt ist was, man kann schon was erkennen. Ja, Feierabend für heute, ne? Wie soll ich auch sagen. Ja. Also. Okay, so, ich gehe schon mal, ne? Ciao. Tschüss.